Ey, willst du Weed kaufen? Weed. 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 Ich glaube, die Samen heißen, glaube ich, gar nicht Weed auf Englisch, ne? Die Samen heißen, glaube ich, einfach nur Seeds, ne? Das sind Seeds. Sekunde. Sekunde. Dann, Sekunde nochmal hier runter. Da habe ich es. So. Okay. Nochmal. Kannst sie aber im Omboss umbenennen. Weed. Weed. Bruder, Weed kaufen jetzt oder was so? Ich bin, glaube ich, nicht so ganz wirklich glaubwürdig, wenn ich so ein Wege-Menschen. Kennst du Wege-Menschen? Nein. Zu St. Martin. Ich weiß nicht, ob das nur so was aus Nordrhein-Westfalen ist. Das weiß ich gar nicht. Zum St. Martin. St. Martins Feuer, das kennst du aber, ne? Ja. Ja. Und dann gibt es in manchen Gebieten, also ne, ich bin ja in Aachen, Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, da gibt es dann immer. Das ist kein Lebkuchenmännchen, das ist ein Süßbrotmännchen. Und dieses Süßbrotmännchen hat entweder einen roten Lutscher, also Lollipop in der Hand, oder eine weiße Pfeife. Kennst du das nicht? Nee, ne? Okay, Siehst du mal? nicht wirklich. Siehst du, von Deutschland, von Region zu Region, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so habt zu St. Martin. St. Martin ist ja dann damals, weiß ich noch, das hat man dann Laternen gebastelt. Und dann kann man dann, was macht man, St. Martin? Ging man da auch von Haus zu Haus, war es auch, ne? Ja, St. Also Martin, St. Martin. Okay, ja klar, geht man bei zu Haus zu mir war Haus es halt jetzt, dass und singt. bei St. Martin, ich glaube, das hieß, ich weiß gar nicht, ich muss zugeben, das ist schon eine Weile her bei mir. Ich weiß gar nicht mehr, ob es bei uns St. Martin hieß oder einfach Laternenumzug oder sowas. Ich glaube, das hat auch lang St. Martin, ganz klar. Es war, glaube ich, von Region zu Region ist das, glaube ich, unterschiedlich, wie das heißt. Aber bei uns war, wir gingen nicht von Haus zu Haus. Das war immer so, dass so ein Großteil des Dorfes hat sich zusammengetroffen und hat einen Laternenumzug gemacht. Hat man sich Laternen Genau. gebastelt oder die faulen Leute haben sie gekauft oder die Leute, die nicht basteln konnten. Richtig. Und dann hat man einfach als Kinder und die Eltern mussten mitkommen, immer einen Laternenumzug gemacht. Das war immer voll toll. Und dann hat man. Geh mit meiner Gerne Laterne und und meine meine Laterne mit Laterne mit mir. mir. Dort oben, da leuchten die Sterne und da Sterne unten, da unten leuchten leuchten wir. wir. Genau, Genau. das haben wir auch alle gesungen. Das war voll toll. Das ist auch schön. Und das, ich finde, sowas, solche Traditionen sollte man unbedingt beibehalten. Und wenn jetzt irgendjemand schon anfängt, ich sage jetzt einfach mal von etwas jüngeren Leuten, jetzt die Augen verdrehen, bitte schalte auf diesem Kanal um. Ich finde, solche Traditionen sollte man unbedingt beibehalten. Das ist sowas Tolles. Ja, das denke ich auch. Ich finde das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe mit Fremdenfeindlichkeit. Das ist, es könnten doch Traditionen bei sein, die genauso schön sind. Warum übernimmt man die nicht einfach? Ist doch super! Mehr Traditionen, die so toll sind. Wie kommst du denn auf Fremdenfeindlichkeit jetzt gerade? Weil, letztens, das Problem ist, dass ich letztens die im Internet eine Diskussion gelesen habe, dass ja, wenn man jetzt Leute, die nicht Deutsche sind, nach Deutschland lässt, werden solche Traditionen ja, kommen die ja weg. Sorgen ja dafür, dass man dann solche Traditionen nicht mehr macht. Das hat doch nichts mit den Ausländern zu tun. Nee, das ist totaler Bullshit. Das ist Aber einfach das habe ich halt nur, gelesen und da habe ich ich mir muss ganz gedacht, ehrlich sagen, das ist einfach nur die Verdummung der wow. Menschen. Ja, das Die ist Verdummung der absolut Deutschen, sagen wir Bullshit. mal. Was für ein Quatsch. Das ist total. Was für ein Quatsch. Deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Einfach nur wegen. Ich hab das voll Weil es dann gerne so dumme gemacht. Leute gibt. Ja, ich auch. Das war immer voll schön. Aber es wird man halt irgendwann ist man nur noch zu alt für und dann darf man das nicht mehr machen. Genau wie bei Halloween, die Süßigkeiten theoretisch Halloween ist geben. ja irgendwann dazugekommen. In meiner Zeit gab es gar kein Halloween. Echt nicht? Nö. Ich weiß nichts von Halloween. Halloween, das kam aus amerikanischer Schade, das war immer Scheiße. voll toll. Halloween ist amerikanischer Schrott. Sorgen. Ich finde das jetzt nicht. Ich finde das. Mir reicht vollkommen so ein St. Martins-Umzug. Da kann man da. Also man muss ja jetzt nicht von Haus zu Haus und Süßes oder Saures sagen. Weil St. Martin, dann musste man eben von Haus zu Haus und hat gesungen eben. Naja, das. Und dann hat man eben was Ja. bekommen. Naja, sagen wir mal so. Ich fand bei Halloween halt immer ganz schön dieses Kostüme basteln. Ich finde das. Ja, es ist, ich sage jetzt nicht, dass es schlimm ist, Nee, aber aber. es ist.
ich musste jetzt nicht unbedingt neue Sachen haben, weil das ist, St. Martin hat ja schon alles das Gleiche gehabt. Also, naja. Na gut, bei uns war St. Martin halt nie, dass man irgendwas kriegt, sondern einfach nur ein Umzug. Ja, bei uns war das einfach von Haus zu Haus gehen, aber man muss aber singen. Dex, steht dir das vor, kenn ich tatsächlich Dex. Von, das kenne ich tatsächlich von den Heiligen Drei Königen im Fernsehen. Das habe ich selber nie gemacht. Stell dir mal vor, Dex geht vor deine Haustür und singt dir was vor. Ich könnte mir das vorstellen, so bei Metal Becker. Ich gebe deiner Laterne. Das gibt's doch nicht. Das ist doch geil. Also ich finde Tradition immer super, super cool. Klar, dass es von Region zu Region immer anders ist. Ich bin ja, jetzt kommt das große Augendrehen, ich weiß ganz genau, von vielen, die kein Karneval kennen oder mögen. Ich bin ja Nordrhein-Westfalen, ist Karnevalsecke. Voll Verrückte, ich liebe Karneval. Karneval ist einfach toll. Also ich mag, was ich jetzt die letzten Jahre miterlebt habe, finde ich es da nicht mehr so schön. Ist ja eher, die Jugend besäuft sich nur noch bis zum Umfallen. Aber hey, ja, das muss dann eben, muss man dann eben auch dann mitmachen. Es muss man, müssen sich die Eltern drum kümmern oder sowas. Aber ich finde, für die ganz jüngeren Leute, wenn die Eltern die Kinder dann mitnehmen auf so einen Zug und damit gesungen und die Kinder können dann ihr Klümpchen, also ja, die Bonbons aufsammeln und sowas. Ach, ganz toll. Ich finde sowas schön. Dann wird das gefeiert zu Hause, so kleine Karnevalsfeste und wird gesungen. Ich mag das. Ich muss zugeben, was ich bei Karneval nicht so schön finde, ist die Musik. Ehrlich? Ich finde die Musik immer ganz toll. Aber es ist ja meistens, ja, das ist eigentlich keine Schlagermusik. Vieles kommt ja so aus den Regionen raus. Also ob es jetzt Aachen oder Köln ist oder Mainz ist oder weiß der Geier, was alles so in dieser Ecke. Bitte entschuldige mich, wenn ich jetzt vielleicht nicht Düsseldorf gesagt habe oder andere, die werden natürlich mitgezählt. Ihr wisst ja Bescheid, wo ihr Karneval habt. Und die haben dann ihre eigenen Lieder. Und größte ist ja leider, für viele leider, nicht für mich, aber für viele, Köln. Und daher kommt dann auch die meiste Musik her. Und ja, da muss man sich das eben dann antun. Man muss dann eben kölsche Musik hören. Ist nicht viel, kann Mann. Ich jetzt nicht, halt nicht sonst sonderlich viel zu sagen. Ich bin ja Norddeutsche, da gibt's kein Karneval. Da gibt's Fasching. Die Schulen, das war. Ich bin ein Mensch, ich hab's immer geliebt, mich zu verkleiden, auch zu Fasching und sowas. Ich hatte auch immer ganz tolle Kostüme. Wobei das meistens, als ich ganz klein war, mehr an meiner Mali lag. Aber ist doch schön, ne? Ja. Und es ist halt teilweise auch Kostüme, die nicht unbedingt teuer waren, einfach halt selbst gemacht und auch ein bisschen aufwendiger, im Sinne von mit Kreativität mäßig aufwendiger. Richtig, wenn man, also die Kinder, es ist ja normal, die ganz Kleinen, die wollen dann irgendwelche ihre Helden, oder dass eine Elsa ist, oder ob das ein Iron Man ist, oder weiß der Geier was. Ab einem bestimmten Alter macht man das dann auch selber. Ne? Und das finde ich immer ganz cool. Ich bin ja mal Streichholz rumgelaufen. Nackt. Und ich hatte dann immer so einen roten Kopf. Roten Haaren. Nee, ich hatte dann immer einen roten Kopf, weil ich ja nackt rumlief. Das sah ich aus wie ein Streichholz. War ein Scherz. Ich bin immer als Clown rumgelaufen. Ich war immer Harley Quinn oder Clown. Immer. Man weiß nicht, ob das meine Natur war. Bei mir war es immer unterschiedlich. Ein Jahr war ich ein Pirat. Da haben wir dann teilweise auch meine so altes T-Shirt zerschnitten. Meine Mutter erzählt immer noch, dass ich dann wohl so ein bisschen so, geht das, dass wir einfach Klamotten kaputt schneiden? Als kleines Kind so, das. Ich weiß nicht, einmal Pipi Langstrumpf war ich einmal. Da hat meine Mom mir dann auch ein Haare rot gefärbt. Also da warst du ja ganz klein, meinst du? Ganz klein warst du aber noch. Oder? Entschuldigung, gerade. Grundschule. Ja, also ich bin ja auch drin, ja, die Jungs, ich bin auch Cowboy gewesen, dann Indianer und dann Pirat. Aber ja, danach hinein macht man dann auch mal was anderes, wenn man größer wird. Ja. Aber ist immer schön, ne? Ich mag das. Ja, größer geworden im Kopf. Okay, größer. Nein, ich bin größer geworden, aber nicht älter im Kopf. Also ist alles gleich geblieben, Leute. Also, das sowieso nicht. Ach, Geist mit zerzausten Haaren und weißer Gesichtsschminke und sowas. Das war mal, ich verkleide mich voll gerne. Ich mag das auch. Das eine Jahr für Gamescom im Kostüm. Also, kein Cosplay.
Ich war auch total beeindruckt, als ich das Bild von dir gesehen habe. Du hast einen Kompi auf der Schulter gehabt, ne? Ja, ich hatte einen Kompi selber gebastelt. Hat sich ein Kompi selber. Für Leute, die jetzt nur Minecraft gucken hier bei uns und kein Ark. Kompi ist so ein kleiner Mini-Dino. So kennt ihr vielleicht aus Jurassic Park, die ganz kleinen. Die kleinen, die das Kind aufgefressen haben. Nur mal so als Info. Die sind voll toll. Ja. Das war nicht einfach und der sieht auch nicht so gut aus, wie ich es gerne hätte. Ich fand es, also ich hab's jetzt nicht in Real Life gesehen, aber ich hab's auf dem Foto gesehen und ich fand das echt gut. Typisch erste Reaktion war, ist das ein Plesiosaurus? Weil der von der Haltung her so ein bisschen schräg gewesen, dass man den von vorne nicht richtig erkennen konnte. Der hat so nach oben geguckt, dass man von vorne nicht sehen konnte, dass das ein Dino ist. Und Küken hat das erste Mal von vorne gesehen, deswegen hat sie den nicht richtig erkannt. Okay, Plesiosaurus, okay. Der ist ein bisschen schräg, aber ich bin schon ganz stolz darauf, dass ich es überhaupt geschafft habe. Etwas. Passt, ist schräg. Es passt ja zur Halterin, oder wie? Ja, das sowieso. Etwas so ein bisschen Ansatz. Du hättest den Kompi doch auch mit dem Schnäuzer machen sollen. Dann hätte das alles gepasst. Er hat ein Halsband. Okay. Er hat ein Halsband und eine Hundeleine, damit er, wenn er von der Schulter springt, nicht irgendwelche Leute angreift. Was? Eigentlich nur, weil ich gerade so eine Mini-Hundeleine herumfliegen hatte. Die habe ich mal irgendwo von so einer Werbeaktion geschenkt bekommen, weil ich einen Hund habe. Ich dachte, das wäre lustig, wenn ich den Fliegenhaus-Halsband verpasse. Er hatte auch ein Geschirr, weil irgendwie musste ich ja den irgendwo auf meine Schulter befestigen. Also habe ich den in ein Geschirr gepackt, damit er nicht runterfällt. Okay. Ich finde das ganz cool. Ja. Gibt's keine Fotos von? Doch. Keine öffentlichen? Nein. Nur die, die ich auf Facebook gesetzt habe. Mit meinen 1 Million Usern. Die 1 Million 40-Jährigen, die noch Facebook benutzen. Dex? Ja? Ich sehe dich gerade. Kannst du mal kurz hergucken? Ja? Fällt dir auf, dass die Segel jetzt nicht mehr aus Wolle bestehen? Nein. Woran soll man das denn erkennen? Ob Wolle oder nicht Wolle? Wolle hat haben. Eine etwas andere Textur. Das ja, Ding aber ist, auf die Distanz erkenne ich das ja nicht. Da muss ich schon Wolle sagen. Ist mir etwas zu kostbar, um die jetzt für die Segel auszugeben. Die würde ich lieber für was anderes benutzen. Ich habe damals auch bei meiner Minecraft-damaligen Session auch ein Boot gebaut und habe meinen ganzen kompletten Segel, ich habe einen 3-Master gehabt, kompletten Segel mit Wolle gemacht. War, ja. Aber wir hatten ja auch danach eine ganze Schaffarm, dann ging das ja. Ja, mit der Schaffarm würde ich die auch aus Wolle bauen, aber wir haben ja keine. Wir sind ja hier schafarm. Wir haben ja nur... Wollulu. So heißt ja, sie. Ja, und die... Wie heißt die anderen? Voltilam. Ich finde es auch... ist auch schade, aber es ist eben so. Können ja nicht alles haben. Ich habe immer noch nur weiße Hühnchen hier. Frag mich echt, warum du schon wieder eine andere Version hast als wir. Wir haben doch alle die gleiche installiert. Ich weiß nicht. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, warum hat dein Fenster... hallo. Was brauchst du? Nix. Du kannst das rauchen? Sag, ich habe ja alles da, was das Herz begehrt. Was wollte ich eigentlich jetzt holen? Unsortiert, habe ich schon gemerkt. Was habe ich? Alles unsortiert. Unsortiert? Ich finde das voll sortiert. Holz hier... Hier weiß ich nicht, irgendwas drin. Hier ist auch irgendwas durcheinander. Hier ist das, so viel dazu. Hier ist so Gemüsezeugs drin. Hier sind die Sachen für Pokémon drin, wo ich keine Ahnung habe, was das alles ist. Hier sind ein paar Steine drin. Hier sind Krimskramsteine drin. Hier ist auch Krimskrams drin. Das Ding ist, da können halt richtig seltene und coole Sachen bei sein. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was da drin ist. Und wir haben letztens wieder Ärger bekommen. Dex, Mensch, du bist da voll am Meckern die ganze Zeit, dass du das und dies nicht machst und dann schmeißt du sowas einfach weg. Ach so, ja. Ach so. War es wichtig? War es was Besonderes? Ich weiß es so nicht. Es gibt halt richtig seltene Sachen, die, wenn man sie nicht weiß, schmeißt man die einfach weg. So Sachen, um Legendary zu beschwören oder sowas. Ja, ich habe keine Ahnung. Und auf einmal so... Wir brauchen das. Ach ja, das habe ich mal gehabt. Das habe ich weggeschmissen. Ah. Dann Pokémon reißen dir dann den Hals raus.
Kannst du mal ganz kurz, bist du noch bei mir zu Hause? Ich sag mal so, fast. Kannst du mal in die Kisten gucken? Ich müsste da irgendwo Zäune rumfliegen haben. Achso, so den Wald nicht. Nein, ich stehe auf der anderen Seite. Nein, egal, dann mach ich das kurz. Achso, bist du jetzt zurück? Okay. Ich kann ich stehe auf meinem Boot. Ich vergesse mal, dass ich auch fliegen kann. So, ich muss mal ganz kurz fliegen. Rex kann fliegen. Ich kann einen fliegen lassen. Wieso wusste ich das, dass du so sagst? Dumm und dümmer. Ja. Schon wieder von meinem Boot gefallen. Und sag ja dumm und dümmer. Das kommt halt davon, wenn man im Kreativmodus, in dem ich die Dinger hier vorgebaut habe, weil ich keine Lust hatte, da die begrenzte Zeit, die wir hier haben, mit Vorbauen zu verbringen. Ist das irgendwie einfacher? Ach nein. Komisch, im Kreativmodus kann ich auch fliegen. Ja, warum machen wir hier kein Fliegen an? Lass einen fliegen, das kann ich dir, das Einzige, was ich dir empfehlen kann. Also alles andere ist Luxus. So. Jetzt ratzfatz, frutz hier, mach weg. Mach dich weg jetzt hier. Ich muss jetzt das hier. Das Ratzfatz ist ja fast so groß wie dein Glurak. Ja, er war. Er war fast so groß. Er war. Ja, Mann, ich kann heute nicht sprechen. Den habe ich jetzt Wäsche machen, Kollegen. Ja, ich habe vergessen, das mitzunehmen, was ich eigentlich holen wollte. Kennst du das? Du gehst irgendwo hin, um was zu holen, holst irgendwas anderes und vergisst das zu holen, wofür du eigentlich da warst. Nein, sowas würde ich niemals tun. Das ist eigentlich ganz normaler Standardlauf. Ganz besonders auf der Arbeit mache ich das immer. Genau, der Dex arbeitet. Nein, ich sage euch nicht, was ich arbeite. Aber ihr wisst jetzt, dass ich beruflich kein YouTuber bin. Gut, das haben wir jetzt erstmal geklärt. Viele verstehen ja immer noch nicht, dass ich ja beruflich normalerweise Bordellbesitzer bin. Ehrlich? Ich dachte, du bist beruflich Mafia. Mafia bin ich, Mafia-Beruf. Also sagt jetzt nichts Falsches, schreibt nichts Falsches in die Kommentare, sonst schicke ich euch Francesco vorbei. Salvatore. Betonschuhe. Ja. Ein hübsches Pärchen neuer Schuhe, kriegt ihr nicht wieder aus, so toll sind die. Aber wenigstens maßgeschneidert. Das sowieso. Ich kann dieses Mausdraht nicht mehr drehen. Ich glaube nicht, dass das weiterhilft. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das nicht mehr drehen. Das drehst du hier und das macht nichts. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich habe die Sensibilität wieder hochgeschraubt. Können wir ja langsamer machen. Hack drauf rum. Was hat das jetzt getan? Damals hat das immer geklappt. Also in meiner Zeit. Als es noch dieses komische Rädchen, die Kugel da unten drin gab. Ja, das war auch noch. Aber als die Monitore noch Röhren hatten. Ganz her. Ganz dann, alt. Dann hast du einfach auf den Monitor geschlagen. Wenn er manchmal geflackert hat, dann ging das wieder. Das weiß ich noch, als wir noch so einen uralten Röhrenfernseher hatten. Das Ding ist auch immer sehr warm geworden, Mann. Aber das ist schon sehr lange. Was ich mir in letzter Zeit angewöhnt habe, zu machen. Ich mache, wenn ich Arbeiten mache. Aber so, du kannst heute genauso gut reden wie ja, ich. Ja, wie viel Mal ich mache gesagt habe jetzt. Na egal. wenn ich irgendwelche Arbeiten mache am Rechner, dann mache ich dann einfach das Menü von Minecraft auf. Und dann läuft die ganze Zeit die Minecraft-Musik im Hintergrund. Und die ist ja total nicht störend. Die stört einem überhaupt nicht. Die ist einfach ganz einfach total relaxed. Die ist einfach da. Ich muss zugeben, ich bin kein so großer Fan von der Minecraft-Musik. Ehrlich? Die ist mir ein ganz kleines bisschen irgendwie zu eintönig. Ja, ich mag das einfach, weil sie so Hintergrundmusik ist. Einfach nichts, nicht aufdringlich. Ja, dazu ist sie ja da. Das heißt ja auch, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat,
sich zu konzentrieren, soll man sich irgendwelche Soundtracks aus Spielen oder sowas anmachen, weil die dazu da sind, eben halt den Spieler zu fokussieren. Oh. Okay, jetzt habe ich das auch falsch rumgebaut. Du. Das ist immer noch, ich finde das einfach nur so lustig, dass. Nein, jetzt habe ich das echt falsch gebaut. Ich voll wusste. Kann passieren. Kommt davon, weil man nicht. Das war die Minecraft-Musik, die hat mich abgelenkt. Die hat mich zu sehr fokussiert. Die hat dich betrogen. Die hat mich bedrogen. Bogen? Bedrogen. Nein. Uff. Uff. Das war falsch. Nein, nein! Geht's nope. In den Abgrund. Mir fehlen genau 2 Blöcke. Da fällt es in den Abgrund. Sag mir, dass ich hier noch irgendwo. Nein. Mist! Ich schade, dass ich die Bilder nicht mehr habe. Also einige Bilder hat der AMD noch bei Discord hochgeladen, Leute. Das könnt ihr gerne mal gucken in dem Minecraft-Channel bei Discord, wenn ihr das gerne mal sehen möchtet, was er Dex mal damals gebaut hat. Teilweise sehr lustig aus. Ja, ich fand aber... ich bin 3 tief gegangen. Ich habe leider das... Also keine Bilder mehr gefunden von meinen Weizenfeldern, die ich mir damals gebaut habe. Du, also jetzt kannst du ja mit dem Pokémon fliegen. Normalerweise kannst du ja bei Minecraft, weißt du ja selber, nicht fliegen. Also das heißt, du kannst nichts von oben sehen eigentlich. Außer wenn du da hochbaust. Ist schwer. Ja, du stackst dich halt mit Erde, keine Ahnung, stack hoch. Deswegen ist das eigentlich richtig cool eigentlich gerade, ne? Mit diesem Pokémon, dass man fliegen kann. Ist schon echt, das ist wirklich Luxus. Also die Minecrafter wissen Bescheid. Was wir gerade meinen. Ansonsten, Dex, hier, eure Suche nach dem Dschungel. Ja. Ohne Flieger. Boah. Heftig. Schön laufen, die 12.000 Blöcke. Ja. Laufen und laufen. Und laufen. Und laufen. Jetzt stirbst du und dann darfst du wieder von vorne loslaufen. Ja, so ist es. Aber was soll ich, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Was ist los? Worauf wollte ich hinaus? Achso, die Weizenfelder. Ich hab das mache ich eigentlich immer. Ich baue ja immer so mehr oder weniger so ein Haus. Nur nicht mit dem Dach. Habe ich immer alles aus Holz gebaut, komplett. Dann habe ich dann eine komplette. Habe ich zwar schon mal erzählt, kann ich aber trotzdem jetzt nochmal erzählen. Meine Mühlen gemacht. Eine Mühle werde ich wieso noch bauen? Eine Mühle, die werde ich, glaube ich, in deine Richtung bei dir bauen. Mhm. Ach, 2 Mühlen, 1 Kornspeicher, irgendwie so alles, was damit zu tun hat. Weil ich hatte da immer so gesagt, ich bin da eben der Bäcker da und fertig. Und ja, du bist Koch, du machst Essen. Ich habe dann damals das hätte ich gerne als Foto gehabt, weil das war so mega weitläufig, also die Felder, die ich hier gerade gebaut habe, das ist ein Witz. Das war damals mein Vorgarten. Und ich habe dann, ich weiß nicht, wie viele Felder ich gebaut habe. Ich musste sogar so viele Felder, so weitläufig, die ich gebaut habe, musste ich sogar noch über die Flüsse, wo ich Land gebaut habe. Ich habe aber keine Landplaning gemacht. Wie heißt das? Wie nennst du das? Land. Begradigung. Terraforming, genau. Ich habe dann das einfach dann immer so gelassen und habe dann Brücken über die Flüsse gebaut. Und das war richtig, richtig heftig, weil ich habe so viel gebaut. Also wenn du jetzt daneben stehen würdest, einfach jetzt so auf die Höhe von meinem Haus, hättest du wirklich bis in den Horizont gucken können. Bis in den Horizont und du hättest immer noch Felder gesehen. Amerikanische Verhältnisse. Ja, danke schön. So, okay, mehr brauche ich nicht. Ich hab mir einfach nur gedacht, dass wenn schon, richtig. Also hier keine halben Sachen. So, die Segel sind jetzt aus etwas weniger teurem Material. Was hast du genommen? Quarz und Trockenmittel. So, wo ich denn Wolle gegen Quarz eintauschen im echten Leben? Weil es so billig ist. Das ist... Aber grundsätzlich, also hier ist es halt gerade günstiger.
Das kommt dahin, dann kommt das dahin. Oh ja. Oh, müde Stexen. Immer. Arme Stexen. Nein, aber müde. Wo sind denn die Zäune hin? Hat man Blitz eingeschlagen? Teil vom Zäun auf meinem Boot ist weg. Weg, weg. Tja! Arbok, die Schlange steht neben mir. Tja! Arbok ist cool. Arbok ist super, finde ich auch super. Rocket. Team Rocket ist sowieso toll. Ich mag sie alle beide, Jesse und James. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Ich weiß den Spruch nicht mehr auswendig, so oft habe ich die nicht geguckt. Ich hab die erste Staffel nur gesehen und alles auf Italienisch, den Rest. Und ich kenne das trotzdem noch. Da. Und du hast es, wenn dann nicht verpasst, wenn du es nicht weißt. Aber es ist trotzdem schön. Ich habe ein paar Folgen geguckt, aber Funkelsteinscherbe. Was zum Teufel bist du? Tut mir hier vorne rein. Ich habe so viel Zeugs hier rumfliegen. Schulter. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ich gerne euch hier was vor. Es ist gerade eine etwas entspanntere Folge, ne? Ja, ich mag das. Ja, ich muss nicht, ich wechsle das ja gerne mal ab zwischen Pokémon und Minecraft. Das gehört halt eben dazu. Ja. Und man sieht ja zum Beispiel an Akuma, wir haben ja alle rumbekommen. Akuma ist eine der größten Anti-Minecraft-Verfechterin. Ja. Wollte es absolut nicht. Nee. Nie im Leben. Und jetzt ist sie da total begeistert von. Ja. Finde ich toll. Ich finde, Minecraft ist eins der entspanntesten Spiele, die es mitgibt. Ja, und auch sehr und sehr kreativ finde ich das. Das Ganze. Ganz cool. Wenn man ein bisschen kreativ sein kann im Kopf. Shooter! So. Ach nein, siehst du? Das passiert eben. Ich bin jetzt gerade nach Hause gelaufen, wollte Eimer Wasser holen. Und was habe ich gemacht? Alles andere? Nur den Eimer Wasser habe ich nicht geholt. Ja, gut. Stimmt, die ganzen Eimer habe ich ja noch bei euch. Ich habe keine Eimer mehr. Warte, ich habe welche im Inventar. Ich bringe dir welche. Bring direkt mit Wasser mit. Zwei Stück bitte. Ah, ich habe einen Eimer. Ich habe einen Eimer gefunden. Eimer. Jetzt brauchst du nur einen. Ja, ich mache das immer schneller. Zack, zwei. Alles auffüllen. Du kannst mir auch gerne helfen. Hast du schon einen Wassereimer? Pass mal auf. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber es gibt unterschiedliche Arten von. Nee, komm, nein. Nimm das Wasser, warte. So, warte, komm, bring mal Wasser mit. Hier, Kim. Ich mach die eben voll. Deswegen. Ein Eimer Wasser bitte noch. Ich gebe mir selber Wasser holen. Ich muss noch ganz kurz meinen Ewigbohnen bauen. Nö, deswegen, du hast hier drin gleich ganz viele davon. Die 1x3 Ewigbrunnen, Dex. Hast du noch Sand oder Erde in der Tasche? Ja. Passt du mal hier zu? Merci. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich komme hier raus. Nein. Jetzt darfst du da aufbauen. Nein, mach ich nicht. Ich habe Glurak. Genau, benutzt dein Glurak. Jetzt bin ich wieder reingefallen. Ich. Gut gemacht. Held vom Erdbefeld. Ich bin hier auch nicht gerade reingefallen. Aber selber lachen, ne? Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt der Bin ein. So ist das. So habe ich das damals übrigens nicht gemacht, dass ich das Wasser unterirdisch mache. Ich bin mir reingefallen. Ich habe das einfach nur immer mit so einem neben Wassergraben, genau. Ich bin gerade immer konzentriert, weil ich habe ja automatisch springen an. Der springt die ganze Zeit, der Idiot hier. Deswegen sneak ich.
Stimmt, der wird ja automatisch. Ja, es gibt diese ja. 1x3. Einfach immer wieder aus der Mitte greifen und wieder von vorne setzen. Und wieder. Und wieder. Na, du machst das, glaube ich, besser als ich. Ein ganz Stückchen. Ich bin gerade mit 2 fertig. Ne, nicht mal mit 2. Mit 1,5. Du musst einfach immer wieder von da, wo sich die unendlichen Quellen gebildet haben, einfach wieder greifen und wieder nach vorne setzen. Ja. Du kannst direkt wieder aus demselben Brunnen immer wieder so. Zack, 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 zack. Ach, ich habe jetzt keine Erde dabei. Ich muss das ja noch zumachen. Das habe ich ganz vergessen. 6 Stück habe ich noch. Wow. Mist. Weißt du, was du theoretisch auch machen könntest? Ist, wenn du die Reihen dazwischen noch wegmachst und da auch Weizen hinmachst und durchgehendes Weizenfeld. Nee, ich finde das in der Mitte schön. Das ist, da kann man dann da laufen. Ja. Das Doofe ist, man kann die ja nur abreißen und dann wieder so zumachen. Das finde ich immer doof. So, ich mache jetzt noch mal ganz kurz den Zaun noch fertig. Ich will ja keinen Kontakt mit meinen Nachbarn haben. Du meinst mit dem Wasser? Nein, mit meinem Nachbar. Guck mal, da ist ein Labras. Wo? Oh ja, aber ein kleiner. Oder ist einfach nur zu weit weg? Ich weiß nicht, das sieht irgendwie scheiße aus gerade aus. Wie hast du das gemacht, dass du das alles auf einmal haust? Ist das deine Axt? Deine Axt, deine Super-Dings hier? Schaufel ist verzaubert. Eine Eisenschaukel, warte. Warte kurz. Effizienz 5. Goll. Ich hasse dich. Mit den ganzen Booten, die hier an deinem Strand rumfliegen, könntest du auch schon fast einen kleinen Steg machen. Bei dem was? Bei den ganzen Booten, die hier rumfliegen. Ja. Alle, ich weiß nicht, die Leute landen bei mir und dann. Ich muss ja hier noch Dings machen. Erde. Ich geh mal wieder Erde holen. Mann, ey, ich bin so doof, warum hab ich das weggetan? Schau mal, die mit die Ecken, die Hecken. Nicht mit mit Farben anmalen kann. Das wäre schön gewesen. Freiläufende Hühnchen. Stopp. Wieso? Was meinst du? Ich finde das ganz cool, wenn man die Hecke, die ich jetzt da habe, zum Beispiel rosa färben könnte oder ein bisschen so Tüpfelchen drauf tun. Also jetzt als weiß nicht, als Rosenhecke. Naja, sagen wir mal so, du könntest halt tatsächlich einfach Rosenbüsche nehmen. Die sind 2 hoch und haben diese großen roten Blüten. Das sieht überall, als ob irgendjemand bei dir in die Tür reinkommt, aber das ist ja dein Stuhl immer. Diese. Ja. Ich versuche mich tatsächlich schon recht wenig zu bewegen. Richtig, Leute. Kim hat Sex mit ihrem Stuhl. So hört sich das an. Nein, tu es nicht, ich will sie nicht wieder loswerden. Okay. Nein. Du hast dich über meinen Stuhl lustig gemacht. Nein! Die dafür sind die Eier aber nicht da. Ich hab die gerade
aufgesammelt. Ich hab dir nichts geklaut. Jetzt habe ich die Eier, die Hühner hier drin. Jetzt krieg ich die hier nicht raus. Jetzt kann ich die nicht bauen. Warum bring die doch halt um? Die kannst du, glaube ich, nicht umbringen, die Kleinen, oder? Nee, ich glaube nicht. Natürlich kannst du die umbringen. Kann man die Kleinen umbringen? Natürlich, das sind doch Entities. Geben nur nichts, geben kein Fleisch oder keine Eier oder Federn oder was auch immer. Und etwas schwierig zu treffen sind sie auch. Zu viel. Zu wenig, Erdhäufchen. Eben war Storm hier. Wo? Hier? Wo? Hier? Ja, schwamm da hinten eben rum. Achso. Wie viel Arbeit das immer noch ist, ne? Man kann echt eine Stunde lang komplett eine ganze Folge oder also zwei Folgen füllen. Nur mit Erdhäufchen füllen hier. Hm. Gibt ja Mods dafür. Dann hast du teilweise hier den Builder's Wand Mod. Da kannst du einfach ganze Reihen auffüllen mit dem gleichen Block, den du halt gerade anguckst. Naja, am besten spielt man dann kein Minecraft, dann soll man lieber was anderes spielen. Ja, sagen wir mal so, bei Modpacks ist das immer, ist das teilweise, da hast du dann halt alles verbessert, also warum nicht das auch? Ja, also Grafik ist eine Sache, aber weißt du, wenn dann alles verbessert wird, dass du gar nichts mehr selber machen musst. Ja, es ist halt auch dann, ich für meinen Teil spiele tatsächlich relativ viel Modpacks. Ja? Oder habe ich? Es ist, du hast zwar am Ende, wenn du fertig bist, hast du zum Beispiel ein komplett automatisiertes System. Hast du teilweise Mods, wo du dann keine Kisten mehr brauchst und das hast du alles dann auf Computerkarten und kannst da von einem zentralen Dings drauf gucken. Das ist tatsächlich sehr angenehm manchmal. Aber bis du da bist, dauert das halt ewig und du hast 100 unterschiedliche Sachen, die du halt craften musst, um das herzustellen. Dann brauchst du auch noch Strom und dann musst du das herstellen. Ja, ja, ja. Es ist dann halt eine ganze Ecke komplizierter, da ranzukommen. Es ist halt, die vergeben das eine. Ich finde das Standard, also klar, man kann, es gibt ja auch Mods, wie die Mod, die der AMD so gerne spielt, wie heißen die nochmal, Vize Beast, da kann man ja alles mögliche mitmachen, ne? Da kann man ja auch Atomkraftwerke bauen und so, alles so ein Zeugs. Kenn ich tatsächlich auch, ja. Das ist dann kein Standard Minecraft mehr, da muss man eben damit umgehen können. Das hat aber eben geholfen, einmal auf die Maus zu hauen. Es geht. Ich kann jetzt wieder drehen. Ich sollte öfters mal auf die Sachen raumhauen. Ich glaube, die Zeit, die kommt irgendwann, kommt das auch mal wieder zurück. Schallplatten sind ja auch wieder zurückgekommen. Alte Sachen kommen wieder zurück. Alte Methoden genauso. Haut auf die Fernseher. Am besten mittendrin. Voll auf. Muss. Vorsichtig. Du hast hier ein Dings vergessen. So genau da. Nein, vergessen nicht. Du bist ja die ganze Zeit da drauf am Rumhüpfen. Du weißt, dass wenn man jemanden auf so ein Feld draufschlägt, zählt das auch als drauf gesprungen, ne? Du weißt, dass wenn du bei anderen Leuten auf Weizenfeldern rumspringst, dass das ein Todesurteil ist in manchen Ländern. Kim? So. Ich habe es nicht so ganz verstanden, warum manche gewässert sind und manche nicht. Du, das ist nicht. Die sind nicht, also die sind nicht gewässert, aber das ist jetzt, die haben durchaus jetzt Zugang zu dem. Das ist einfach nur, dass es einen Augenblick dauert, bis die halt völlig gewässert sind. Die sind schon gewässert.
Das dauert nur einen Augenblick. Warum machst du das, Kim? Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Also ich habe schon bessere Sachen zu tun, aber... Dann tun sie bessere Sachen. Die Folge ist übrigens schon überlange Folge vorbei. Wir sind schon bei 40 Minuten. Was anderes als Felder. Ja, aber das gehört dazu. Ich finde das ganz wichtig. Und ich finde, so welche Folgen... Ich habe YouTuber, eure Lieblings-YouTuber sind groß geworden dadurch, durch Minecraft. Manche. Ja, die jetzt das machen wie ich. Minecraft nach, weiß nicht wie viel, 8 Jahren, 10 Jahren, das nochmal aufzubeleben. Ganz sicher werden die denn nicht groß, aber wir haben das ja jetzt auch was anders gemixt. Ich wollte ja eigentlich mehr Pokémon spielen als Minecraft. Dann hat die Kim nochmal Minecraft erwähnt gehabt. Dann hatte ich Bock auf Minecraft. Und dann habe ich... Wer hat das? Irgendjemand das empfohlen? In den Kommentaren? Und ich habe das ja, ich hab eine Frage gestellt gehabt. Ja. Und dann hat jemand gesagt, es gibt doch da eine coole Pokémon-Mod. Und dann habe ich die getestet. Wow, da war ich voll verliebt. Ja, ich muss zugeben, ich kannte die Pixelmon-Mod noch als die ganze am Anfang war. Da war ich tatsächlich nicht so begeistert. Weil, Kacke eben. War halt noch sehr... Witzig. Ja, unfertig. Es war nur so, das rannten irgendwo Pokémon rum. Die schon pixelig waren. Was ja nicht unbedingt schlimm ist, weil das ist ja Minecraft, da ist ja pixelig okay. Aber, da war halt auch das Problem... Es hat alles nur so ein bisschen hakelig funktioniert. So. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne? Es ist super geworden. Es super, ist ein klasse Mod geworden. Es funktioniert alles hervorragend, es ist alles drin. Es gibt tatsächlich auch eine Herausforderung für Leute, die eine wollen. Finde ich auch. Um sich jetzt zum Beispiel die Legendaries, die richtigen Legendaries zu besorgen, muss man tatsächlich auch schon, hat man eine ganz gute To-Do-List. Werden wir auch noch machen. Aber ich bin zufrieden. Ich finde die Mod sehr schön. Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin echt glücklich, dass jemand diese Mod empfohlen hat. Und das ist einfach so reibungslos alles funktioniert hier mit Minecraft zusammen. Es gibt keine Probleme, null. Also es läuft einwandfrei. Und das macht richtig viel Spaß. Ja. Es gibt ja theoretisch auch noch eine Ark-Mod mit Mautsch, mit Minecraft. Aber die ist wohl nicht so gut. Ich habe schon getestet. Und auch wenn die Pokémon, die ich da damals gesehen habe, ich habe sie ja damals getestet. Ich weiß, Leute, wir haben schon fast eine Stundenfolge hier langsam, aber das können wir ja noch mal zu Ende reden. Die Mods, als ich die getestet habe, da habe ich echt gedacht, wow, die sieht ja richtig heftig gut aus. Und dann nachher habe ich mir gesagt, nee. Das war ja total doof. Hat überhaupt nicht ganz funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert, das Ganze. Damals. Und danach habe ich mir gedacht, ja, okay, dann ist ja eine Mod. Dann kann das ja mal ein paar Probleme geben. Aber im Endeffekt, mit wem kämpfe ich denn da? Jetzt sagt, ja, da ist doch dann die Kim. Ja, also ich will aber jetzt nicht 100 Folgen lang gegen Kim kämpfen. Ja, da ist eine Stone. Ja, aber ich möchte ja jetzt nicht nur gegen diese 2 kämpfen. Ja, da sind ja 10 andere. Wollt ihr jetzt wirklich 100 Folgen lang immer nur 10 von meinen Kumpels hier oder so sehen, dass ich gegen die Leute. Das ist da langweilig. Keine Herausforderung. Das ist irgendwie eine Mod, die nicht wirklich zu Ende programmiert wurde oder bis zum Ende gedacht worden ist. Und das fand ich dann ein bisschen doof. Und ich muss ja nicht noch mehr von Ark spielen. Im Chat? Chat. Dex, Rafa will was von dir. So, aber ich meine Schluss, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.